Ja, und bei mir im Studio, die Ladies werden sich freuen, Tore Schölermann, hallo. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ja, sehr gerne. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin ja heute Morgen ganz schnell rübergeflogen, ruckzuck von Köln nach Berlin zu euch und mir geht's sehr gut. Ihr habt zwar viel schlechteres Wetter als wir in Köln, aber jetzt egal. Musst du ein bisschen Berlin jetzt ein bisschen schlecht machen. Nein, überhaupt nicht. Berlin natürlich ist super, nicht. Halt nur Regen. Du, du drehst in Köln, nehme ich an? Oder wo genau, die Studios sind in Köln und deshalb jetzt habe ich heute frei bekommen und dann normal drehen wieder, genau, ja. Und wer es nicht weiß, Tore spielt bei Verbotene Liebe. Und zwar, wie heißt der? Christian Mann. Genau. Und ist ein homosexueller Boxer. Wie kam es denn dazu? Oh, ja, das soll ich mal erklären? Ja, erklär mal, also erzähl mal, schnell, wir haben viel Zeit. Nee, also der Christian, der hat jetzt eigentlich das so entdeckt, dass er auch für einen Mann was empfindet und ja, und boxt halt und er ist eigentlich bi. Und hat sich im Moment nur in einen Mann verliebt und ist mit dem sehr glücklich. Hat da viel drum gekämpft, dass das überhaupt so sein konnte. Gerade als Boxer halt überhaupt sehr schwer, sich in diesem Umfeld halt zu outen. Und ja, und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass das eigentlich ist schon, also wir sind ein Paar mit dem Olli zusammen. Ist es schwierig zu spielen? Ja, das auf jeden Fall. Klar, es ist desto fremder einem das ist, desto schwerer ist es natürlich zu spielen. Aber mir macht sehr viel Spaß, weil es einfach eine gute Geschichte ist. Also jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich mache das lieber jetzt so anstrengend, was da zu machen, als jetzt irgendwie eine blöde Geschichte, aber dann mit dem Mädel. Also so mit dem Jo, das passt alles, das macht Spaß und es ist richtig gut. Das ist so schön. Apropos anstrengend, du hast deine Schauspielerausbildung in Mallorca oder auf Mallorca gemacht. War das nicht irgendwie ein bisschen schwierig? Also auch, oder sprichst du gut Spanisch? Wie kam es dazu? Ach, was heißt schwierig? Das war, das hört sich eigentlich gar nicht, das hört sich auch erstmal ganz gut an, oder? So Mallorca. Ja, es hört sich gut an. Ich habe mir nur gedacht, wie hat er das gemacht? Nee, also das war ganz witzig. Ich habe diese Schule im Internet gefunden und das war so die einzige Schule, die damals so einen Kurs angeboten hat, wo ich erstmal so da reinschnuffeln konnte, so irgendwie mir das dieses Schauspielerleben oder das, was mich da erwartet, erstmal so. Ja, keine Ahnung, mir erstmal so einen Überblick verschaffen konnte. Mhm. Und deshalb bin ich dann da dran, habe ich da 2 Wochen, glaube ich, einen Kurs gemacht und habe dann gemerkt, oh, das macht Spaß. Und dann gab es dann 2-Jahres-Kurs, habe ich gesagt, mache ich den. Und habe dann aber nach einem halben Jahr schon abgebrochen, weil ich eine Agentur in Berlin gefunden habe und das war für mich so die Chance. Und ja, dann habe ich dann 7 Monate war ich da. Und dann ging es da gleich zu Verbotene Liebe danach. Oder kam noch was anderes dazwischen? Ja, fast. Ich habe, da waren glaube ich so 4 Monate noch zwischen, wo ich dann schon angefangen habe, so, oh Gott, was machst du da und wird das was? Weil das ist ja dann so, die Ausbildung, das hat total Spaß gemacht. Das war übrigens auf Deutsch, deshalb mit Spanisch und so überhaupt kein Problem, Deutsch und Englisch. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, jetzt sitze ich hier und warte auf Jobs. Habe dann angefangen, auf einmal so einen Tanz, irgendwie ein bisschen getanzt und ein bisschen Sprachübungen gemacht und so. Und da habe ich gedacht, scheiße, wenn jetzt nicht langsam irgendwas kommt, dann fange ich an zu zweifeln. Und dann auf einmal ruckzuck, zack, hat es geklappt. Und wolltest du schon immer Schauspieler werden? Ja, ich weiß nicht, ich habe schon immer in der Schule, hatte ich da so Bock drauf, irgendwie ich war immer Schülersprecher, Klassensprecher und habe da immer den Affen gemacht und das hat mir immer gefallen, so die Leute da so. Also warst schon immer vorlaut? Ach, hier, so geht das. Ja, doch, schon. Ja, also, nee, das macht mir einfach Spaß, irgendwie so auf der Bühne zu stehen. Und ja, und dann, als es dann so nach dem Abi soweit war, wollte ich eigentlich den Schwanz einziehen und sagen, jetzt machst du doch lieber, keine Ahnung, BWL, Pharmazie wie mein Vater. Und dann habe ich zum Glück noch die Kurve gekratzt, habe gedacht, wenn, dann nicht jetzt, wann dann? Wann dann? Und ich kann mir vorstellen, du kriegst sehr viel Fanpost. Was für einen Bunker brauchst du da? Wie groß ist der? Der Bunker ist meine Hosentasche, wenn überhaupt dann mal. Nein, gelogen. Quatsch, nee, das hält sich ganz im Rahmen. Jetzt zum Geburtstag war schön. Also da habe ich tatsächlich, das hatte ich noch nie, irgendwie total cool. Wir haben im Moment durch diese Geschichte auch ganz viele Fans aus Kanada und Amerika und Malaysia. Das ist total aufregend im Moment. Und zum Geburtstag waren echt total viele, total nett und haben echt so Geschenke mir geschickt, wo ich mich auch richtig drüber gefreut habe. Was weiß ich, ein T-Shirt und was zu essen, also es war richtig, was zu essen. Total gefreut. Siehst du so mager aus, dann muss man was zu essen schicken. Anscheinend schon, ja. Anscheinend schon. Das werden wir gleich nochmal irgendwie drüber sprechen und über den Geburtstag. Und wir gehen jetzt weiter zu Crüvels Fall und ja, also ich würde sie dann doch eher Blinky oder so nennen, anstatt Nilhechte. Habe ich das gerade richtig gehört? Die fahren 150 Mal zum Männchen dann hin nachts? Ja, aber zum Falschen.
Und die haben viel zu tun. Sind Fische so dein Fall? Früher habe ich geangelt, glaube ich, mit meinem Vater, aber sonst so Fische ist eher so sehr, sind langweilig, finde ich jetzt so. Also ich finde die schön, wenn die irgendwo im Meer und so rumlaufen oder schwimmen. Oder, aber jetzt irgendwie ein Aquarium würde ich mir, glaube ich, nicht ins Zimmer stellen. Nee, ich auch nicht. Aber eher Schweine und Hunde. Ja, Schweine, Hunde, auf jeden Fall. Wieso Schweine? Ach, das ist so eine Geschichte irgendwie früher, als wir wohnen auf dem Land, also wir wohnen selber draußen und da war so ein Bauer nebenan und der hatte mehrere Hängebauchschweine und das eine Schwein, das passte da wohl nicht so ganz in die Gruppe und das hat sich mal mit den anderen gekloppt und wollte nicht so ganz sein und da hat er gesagt, ja, das nehme ich. Ja, der dich kloppt, den nehme ich. Ja, genau, der passt zu uns, den nehmen wir, weil der wollte ihn halt, glaube ich, zum Schlachter oder so bringen und dann haben wir gesagt, nee, komm, dann bring ihn zu uns. Wir haben da so eine alte Hundehütte gehabt, haben den da reingepackt, so für 3 Tage und was zu essen gebracht und dann fühlte der sich ganz wohl bei uns und jetzt lief der dann bei uns rum und hat ein freies Leben. Ich glaube, das ist einer der glücklichsten Schweine auf der ganzen Welt. Und das war das Schwein, das jetzt irgendwie Otto hieß? Genau, das war Otto damals und das ist dann an meinem 18. Geburtstag leider gestorben. Direkt am Geburtstag? Nee, ein bisschen davor und mein bester Freund hat mir dann Neues geschenkt. Da habe ich mich also das war, glaube ich, eines der schönsten Geschenke. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich habe dann ihn noch damals angerufen, als ich das Schwein begraben habe, habe ich geheult. Und oh, da haben wir ein Bild, ach schau mal. Genau, da rechts, das ist jetzt aber schon Otti. Das ist Otti schon. Und da links, das sind unsere Hunde. Also das ist ganz vorne im Vordergrund ist unser Canterrier Biene, mein Jagdhund. Und davor ist der von meiner Mutter eine Rhodesien-Ritschbeck-Hündin, aber noch als ganz kleines Viech. Ja, da passte das mit dem Fell noch alles nicht so ganz. Das ist noch so ein Lappen da drauf. Aber ja, wir haben ein paar Tiere zu Hause. Das werde ich gleich noch irgendwie, da will ich mehr drüber wissen, gleich nochmal. Ja. Und wir lernen jetzt erstmal ganz kleine Dackelwelpen kennen.